Das Thema Marketing und Content Marketing ist ja ein unfassbares Buzzword. Also Google Ads heutzutage sind ja nicht mehr die gleichen Google Ads wie heute, wie vor 20 Jahren oder sowas. Das ändert sich ja permanent. Jetzt kommt dieses ganze KI mit rein. Das heißt, Google möchte am liebsten, dass du überhaupt gar keine Stellschrauben mehr bedienst, sondern alles nur noch Google überlässt für Entwicklung, sei es jetzt standardisierte Software, Anpassung, Beratung, diesbezüglich SAP, sehr viel gemacht in der Vergangenheit, in den letzten 10 Jahren. Und oder auch individuelle Softwareentwicklung. Okay, meine Zielgruppe sind Softwareentwickler. Deine Kunden kaufen keine Softwareentwicklung. Okay? Sondern... Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser Lektion. Hier frei verfügbar, frei erhältlich. Natürlich eine abgespeckte Version, wie immer, im Vergleich zu meinen Mitgliederbereichen bzw. internen Akademie, die ich meinen Mitarbeitern teilweise zur Verfügung stelle, aber auch teilweise zu Kunden. Und je nachdem, wie die Zusammenarbeit genau ausschaut. Und für diejenigen, die mich noch nicht kennen, hier ganz gerne nochmal, ich bin Thomas Klein von Klein Marketing Consulting, hier aus München. Also wir sind Experte in der Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses, insbesondere Softwareentwicklung, sei es jetzt standardisierte Software, Anpassung, Beratung, diesbezüglich SAP, sehr viel gemacht in der Vergangenheit, in den letzten 10 Jahren, und oder auch individuelle Softwareentwicklung, Tech-Stacks wie Java, C#, C++, ja, Angular, React etc. pp., aber auch Python und PHP funktionieren da besonders gut für den deutschsprachigen Raum. Und in diesem Zusammenhang möchte ich heute hier einfach mal das Thema Marketing und Content Marketing, es ist ja ein unfassbares Buzzword, was ja schon seit geraumer Zeit durch den Äther geistert, ja, durchs Internet geht, rauscht und letztendlich im Zusammenhang auch mit immer schwieriger, komplexeren Online-Marketing-Maßnahmen, zum Beispiel Google Ads. Heutzutage ist nicht mehr das gleiche Google Ads wie noch vor 25 Jahren. Weil machen wir das Fenster zu. Also Google Ads heutzutage sind ja nicht mehr die gleichen Google Ads wie heute, wie vor 20 Jahren oder sowas. Das ändert sich ja permanent. Jetzt kommt dieses ganze KI mit rein. Das heißt, Google möchte am liebsten, dass du überhaupt gar keine Stellschrauben mehr bedienst, sondern alles nur noch Google überlässt. Ne? Wann wird wie, was, wo, zu welchem Klickpreis ausgespielt und so weiter. Und du kannst das Ganze sozusagen nur noch über deine Creatives irgendwie steuern. Umso wichtiger werden jetzt Sachen wie zum Beispiel, welches Bildmaterial hast du, welches Videomaterial hast du und so weiter und so fort. Ne? Auch das wird zunehmend wichtiger werden, deswegen auch Teil unseres Portfolios, welches wir unseren Kunden anbieten, Fotoshootings, Videoshootings und dergleichen. Videografen, Fotografen habe ich in den letzten 1,5 Jahren sehr viel gemacht in dem Bereich, um es einfach zu kombinieren mit unseren Kernbereichen, also Telefonakquise, Direktmarketing, Direktvertrieb. Aber dann eben kombinieren, ja, mit Online-Marketing-Maßnahmen. Und ja, gut, Facebook habe ich meine Expertin, die auch gleichzeitig Werbetexten und Landingpages sehr gut versteht, auch gleichzeitig WordPress sehr gut versteht und OnePage und alle anderen Page-Funnel-Bilder und so weiter. Das heißt, ich habe in der Regel auch bei mir diese T-Shape-Leute, ne, die nicht nur eine Sache zur Expertise wirklich können, sondern auch noch dann angrenzen zwei, drei Sachen, sodass sie eben in insgesamt einem T-Shape-Team, na, ich habe jetzt zum Beispiel vier Leute, einer ist Facebook-Experte, einer Google-Experte, einer ist Telesales-Experte, aber jeder von denen hat nochmal auch angrenzende Kompetenzen, sodass die sich untereinander sehr gut verstehen. Na, der Vertriebler kann mit dem Marketer sprechen, der Google-Marketer mit dem Facebook-Marketer und so weiter. Na. Dass jetzt jemand super Experte ist in zwei, drei Disziplinen gleichzeitig, das kommt super selten vor. Die sind dann meistens unbezahlbar oder sind schon fast auf dem Weg dahin, selber ihre eigene Agentur zu gründen. Ja.
Also das ist dann sozusagen auch meistens kein so langlebiges Arbeitsverhältnis, weil die wollen natürlich auch weiter, die wollen ja selber dann durchstarten meistens. Ja. Aber auch das ist, kommt häufiger mal vor. Aber so mein Kernteam besteht aus T-Shape, ja, Experten, die sehr, sehr gut auch angrenzende Themen verstehen. Und zum Beispiel jetzt ein Content-Marketer, sogenannter Content-Marketer, der versteht auch sehr gut, okay, wie sieht denn bezahlte Google Ads und bezahlte Werbeanzeigen und so weiter auch aus, ne? Weil das einfach alles miteinander sehr stark zusammenfällt, ja, Videografie, Fotografie etc. dergleichen. Also hier mal nochmal kurz zurück zum Thema Content Marketing. Ich hatte das jetzt gerade mal angesprochen. Ist ja dieses Wort Content Marketing ist eines dieser Buzzwords, die alles und gleichzeitig absolut nichts aussagen. Ja, also Content Marketing sagt alles aus und gleichzeitig auch wiederum nichts. Und deswegen trifften sehr viele, und ich habe jetzt aufgrund dieses Video passiert jetzt letztendlich, drehe ich letztendlich aufgrund einer Umfrage, wo ich auserwählt 10 Kunden, ehemalige Kunden von mir aus den letzten 10 Jahren befragt habe, was sind denn aktuell so eure größten Herausforderungen im Markt? Ja, was das weitere Wachstum betrifft. Einige davon sind richtig durch die Decke gegangen, haben bereits ihr damaliges Business schon wieder verkauft, wo ich sie damals unterstützt habe, etc. pp. Und die sagen, naja, ich habe damals das Business verkauft, mittlerweile bin ich wieder dabei, neue Businesses zu machen. Die meisten, auch wenn die, sagen wir mal, genug Geld verdient haben, 10, 20 Millionen auf dem Konto haben oder sowas oder in ihrer Holding geparkt. Selbst dann, ein richtiger Unternehmer macht ja immer weiter, macht sofort das nächste Business und so weiter. Das ist ja sonst langweilig, das Leben. Und dann sagt er, ja gut, und letztendlich, wenn ich die ganzen Feedbacks alle konsolidieren wollen würde und auf einen Nenner bringen wollen würde, also meiner 10 Kunden, auserwählten Kunden aus den letzten vergangenen 10 Jahren, mit denen ich auch immer noch sehr viel Kontakt halte, dann würde ich sagen, ist so diese eine große Herausforderung bei denen, gewisserweise, was jetzt speziell Content Marketing betrifft oder Marketing halt, ja, Orientierungslosigkeit. Ja. Ich habe das hier mal schon vorweg hier mal runtergeschrieben, damit wir jetzt nicht so viel Zeit vertrödeln innerhalb des Videos, dass ich hier Sachen an das Flipchart male. Aber deswegen würde ich hier schon mal gleich vorweg Content Marketing einfach mal durchstreichen wollen und hier stattdessen das Wort Orientierungsmarketing oben drüber schreiben. Das ist schon mal das allererste. Spezifizität, also egal was du machst, in der Kundenansprache, im Vertrieb oder Marketing, ja, in dem, was du anbietest als Dienstleistung, ja, dein Softwareprodukt, dein SaaS-Produkt, deine Softwareentwicklerdienstleistung und so weiter. Es ist schön, ich höre immer wieder, ne, wir können alles, was Geld verbringt, können wir machen. Alles, was irgendwo gut bezahlt wird, machen wir gerne. Ja, aber das ist kein Verkaufsargument. Ja? Das ist kein Marketing. Immer so spezifisch wie möglich werden, um überhaupt mal einen Kunden zu gewinnen. Ja? Für die ersten bezahlten Workshops. Wir wollen immer auf diesen Break-Even möglichst schnell kommen und reinkommen in Kunden, sodass wir dann den sozusagen wie so einen Regenschirm, ja, ganz spitz, und dann spannen wir langsam den Regenschirm auf und dann plätschert da so das Wasser rein, und zwar von oben, ja, so, wenn jetzt so quasi, du kannst jetzt so den Regen vorstellen, ja, und du drehst den Regenschirm um und dann fängst du da das Wasser auf. Ja, und jetzt stell dir mal vor, diese Regentropfen sind Geldmünzen. Ja. Genauso funktioniert Akquise heutzutage. Ja, nur so und kein anderer Weg. Wenn du sofort den Regenschirm aufspannst und den einfach nur hinhältst und sagst, bitteschön, lass mal da reinregnen. Ja, ich bin ein Bauchladen, ich kann alles, was irgendwie Geld bringt. Dann werden die Regentropfen da einen Umweg machen und irgendwo anders hinfließen, aber nicht in deinen Regenschirm rein, ja, den du aufgespannt hast. Also das ist diese Speerspitzenmethode, die wir ja schon seit auch in der Akquise, Telefonakquise immer anwenden, dass wir ganz spitz reingehen. Und dann kriegen wir, sagen wir mal, ich würde sagen, in 7, 8 Fällen, 9 Fällen von 10 kriegen wir erstmal, nee, kein Bedarf. Ja, nee, passt und so. Ja klar, ich rufe dich ja kalt an. Ist doch klar, dass du mir nicht sofort entgegenspringst. Aber dass da
zu, sagen wir mal, 70%, 80%, 90% trotzdem irgendwas ist, wo wir vielleicht ins Geschäft kommen könnten. Das ist mir auch klar, das weiß ich aus Erfahrung. Und deswegen bleibe ich da dran. Und das funktioniert aber nur und ausschließlich nur mit dieser Pinpoint-Technik. Also letztendlich ist es ein kontroverses Spiel. Ja? Ich will alles auffangen an Informationen, an potenziellen Projekten und so weiter, aber um das tun zu können, muss ich mich erstmal ganz spitz und klein und schmal machen, ja? Um überhaupt mal ins Gespräch zu kommen, um überhaupt mal ins Engagement zu kommen, ob das jetzt eine Telefonakquise ist oder irgendwo Social Media. Das ist ja immer das gleiche Prinzip. Ja, so ein Social Media Engagement ist ja nichts anderes wie Kaltakquise am Telefon. Es passiert halt nur woanders. Das verstehen ja auch immer viele nicht. Ah, Kaltakquise und so. Ja, das war gestern. Ja, aber was machst du? Ja, ich mache Social Media. Okay, was ist Social Media? Ist ja auch Kaltakquise. Ja, also das ist immer das, wo ich immer nicht kann. Also da fehlt es dann bei vielen schon auch bei Leuten, die wir einstellen wollen. Ja, Social Media. Ja. Wenn wir quasi eine Stellenausschreibung machen für Social Media Marketing Manager oder sowas, ja, oder Praktikant oder Student, bewerben sich sofort 20 Leute. Ah, schön, Social Media. Ne? Ist ja cool, weil ich den ganzen Tag irgendwie am Handy rumflippe und ich kenne es ja, ne? Ich weiß ja, was Instagram ist, ist so schön lustig. Ja. Aber im B2B-Sense, also im Business, im geschäftlichen Sinne, ist es Kaltakquise. Wir nutzen die Social Media unter Umständen für Kaltakquise. Ah, okay, ja, wie funktioniert denn das und so? Ne? Ist ja Arbeit. Ja? Nicht mehr so witzig, ne? Also. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, zurückblickend, warum ist dieser hohe Grad an Orientierungslosigkeit vorhanden, selbst bei wirklich gestandenen Unternehmern? Also wir reden hier wirklich von Leuten, die seit 20, 30 Jahren, 40 Jahren im Geschäft sind, sogar schon erfolgreich IT-Software-Entwicklung-Buden aufgebaut haben mit 10, 20 Millionen Euro Umsatz im Durchschnitt im Jahr, haben das vielleicht dann verkauft, veräußert und wollen jetzt was Neues aufbauen. Aber kommen mit dieser Flut von Angeboten, die machen irgendwie ihr Handy auf oder ihren PC und dann kommt die nächste Werbung. LinkedIn ist hier, kauf mein Programm für LinkedIn. LinkedIn ist das, wenn du jetzt durchstartest mit LinkedIn, dann bist du in 12 Monaten Multimillionär. Okay, Klick, ja, Download, ich melde mich da mal an zu dem Webinar. Okay, wieder zurück zu YouTube, das eigentliche Video, was ich schauen wollte. Kommt schon wieder die nächste Werbeanzeige. Webinar-Funnel, vergiss Erstgespräch-Funnel. Webinar-Funnel ist das Einzigste und bla 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 bla. Okay, jetzt muss ich mich da auch noch anmelden. Und so geht das so weiter und weiter, bis ich mir überhaupt erstmal das Video angeschaut habe, was vielleicht die ZDF-Nachrichtenzusammenfassung war vom gestrigen Abend oder irgendwie sowas. Ja, habe ich mir schon bei 3 verschiedenen völlig unterschiedlichen Programmen irgendwo oder irgendwelchen Weiterbildungen oder sonst irgendwas oder Orientierungsseminaren oder sonst was angemeldet. Und wenn das geht dann so weiter, nach spätestens 2-3 Stunden hat mein Gehirn schon einen Shutdown. Also du bist dann nur noch verwirrt und weißt eigentlich gar nichts mehr. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja? Sagt der jetzt die Wahrheit oder der oder der oder der? Ja. Deswegen bieten wir auch immer, besonders für unsere kleineren Kunden, ganz besonders aber insgesamt auch, was sind schon kleinere Kunden, ja, selbst wenn du 7-stellige Umsätze machst in der Softentwicklung, ist es jetzt nicht so ein Gran Che, sagen die Italiener. Ja, wenn du 4-5 Leute in der Entwicklung hast, die kosten dich alleine schon 500.000. Also von daher, selbst da machen wir immer gesamtheitliche Ansätze. Ich bin immer verwundert, teilweise Firmen, die schon 7-stellig machen, aber haben noch nicht mal ein einziges Bild, ja, irgendwie von sich. Na gut, die arbeiten halt im Hintergrund, aber du willst ja sozusagen, willst ja Marketing machen, ja, du willst ja Branding und all diese Sachen machen und okay, können sie dich auch theoretisch komplett im Hintergrund halten, das geht natürlich auch. Aber alles, was nicht persönliches Branding ist, ist halt nochmal eine ganz andere Nummer, Hausnummer, ja. Auch vom Marketing und Budget und so weiter, denn bis ich mal einfach ohne Personenmarke, ja, einfach nur ein Logo, einfach nur einen Namen mal in die Awareness-Phase reingebracht habe, ne? Sowas wie Tempo. Wenn du mir heute sagst, hey, ich habe gerade Schnupfen, du niest, dann sage ich, ja, gib mir mal ein Tempo rüber. Ja, Tempo, was ist Tempo? Tempo ist das Substitut, ja, das ist also so ein starker Brand, dass ich gar nicht mehr sage, gib mir ein Papiertaschentuch. Nein, ich sage Tempo.
aber bis du da mal bist, da musst du ganz viele Millionen Euro investieren. Ja? Aber als Personenmarke kannst du mit verhältnismäßig kleinem Geld ja schon sehr, sehr viel bewegen. Ja? Deswegen immer schauen. Ja? Also was ist das uralte Prinzip, das wir auch grundsätzlich immer verfolgen bei Kleinmarketing Consulting? Was ist der Minimum Input für den Maximum Output? Ne? Besonders bei unseren ganzen Startup-Kunden und so weiter, wo man halt in der Regel selbstfinanziert ist, auch gerne ein paar hunderttausend Euro auf der hohen Kante hat, aber trotzdem muss man da sehr stark haushalten. Ja? Okay. Da kann man sozusagen, wir haben so an die 10 Punkte dann rauskristallisiert, was aktuell so die größten Herausforderungen sind bei meinen ehemaligen Kunden, mit denen ich da mal beschäftigt habe in den letzten Wochen. Und bei einigen war es gar nicht so einfach, die zu erreichen. Die sind dann teilweise schon umgezogen gewesen und so weiter. Muss ich erst mal schauen, wo sind die denn heute? Ja. Wo wohnen die? Aber ich bin ja mit den meisten noch im Austausch, nicht regelmäßig, aber immerhin. Das ist so zum Beispiel das eine, ist diese Orientierungslosigkeit, also dieser komplette Overload. Und was daraus resultiert, ist letztendlich, hier mal ein paar Punkte, wie man dem sozusagen Herr werden kann. Ne? Also grundsätzlich solltest du dir immer verkaufssteigernde Fragen dir selber erstmal stellen und dann eben auch deinen Prospects. Ja? Das heißt, verschwende keine Zeit mit irgendwelchen Fragestellungen, die nicht verkaufssteigernd sind. Ja, weil egal, welchen Business du hast, egal welche Größe, du wirst weiterkommen, es geht immer um Wachstum. Ja? Also immer verkaufssteigernde Fragen stellen. Ja? Du kannst ja jetzt, ja, viele stellen sich halt auch ganz viele Fragen, die nicht unter verkaufssteigernde Fragen fallen. Ja? Das heißt, zum Beispiel, viele, wie gesagt, ich meine, ein banales Beispiel, weil das war ein großes Thema der letzten Tage. Viele haben einfach keine Fotos oder wenige Fotos. Und dann stellen sie, der Grund dafür ist wahrscheinlich, weil sie sich immer die Frage gestellt haben, wozu brauche ich Fotos? Ja, spielt das überhaupt eine Rolle? Ja, und dann eben das Ganze hier in eine verkaufssteigernde Frage umzumünzen. Ja, du kannst ja mal zwei verschiedene Webseiten bauen lassen. Die eine mit Fotos, die andere ohne Fotos und dann da einfach mal Traffic draufschalten und dann mal die Resultate anschauen. Da gibt es einen massiven Unterschied, weil Menschen immer von Menschen kaufen. Ja? Das ist quasi unvergleichbar. Oder mit anderen Worten, ich habe zum Beispiel einen Fall gehabt, da hat sich einer von der Agentur 18.000 Euro eine einzige Webseite bauen lassen, ich glaube eine One-Page. Frag mich nicht, von welcher Agentur. Und dann haben sie noch mal irgendwie 5.000 Euro für Facebook-Anzeigen ausgegeben und so weiter und kein einziges Lead. Und da war auch kein einziges Bild drauf. Ne? Also es ist einfach nur komplett anonym letztendlich. Welches Domino muss fallen? Also letztendlich, das ist ein ganz wichtiges Ding. Wenn du ein bisschen verwirrt bist mit diesem ganzen Overload von Angeboten da draußen, stell dir mal diese Frage, welches erste Domino muss fallen, damit weitere Dominos fallen können. Ja, also du hast jetzt zum Beispiel Domino, kennst du dieses Ding, das sind irgendwie so ganz viele Dominosteine und dann fällt eins um und dann fallen alle anderen um. Ja, und finde dieses erste Domino heraus, dass wenn fällt, alle anderen auch fallen. Ja, und zwar in dem Sinne jetzt, im übertragenen Sinne, im Kopf deines Kunden. Was muss genau im Kopf deines Kunden klicken, ja, dass alle anderen Dominos auch fallen? Ganz wichtiger Gedanke, auch metaphorisch. Dann Kreativität, Fragezeichen. Das nehme ich auch so ein bisschen mit aus, also nicht nur von meinen Gesprächen mit meinen ehemaligen Kunden, sondern aus einer Vielzahl von Recruiting-Gesprächen, die wir hatten in den letzten Monaten mit Online-Marketing, Social-Media-Agents und Praktikanten und auch Spezialisten, die sich beworben haben und so weiter. Teilweise auch Grafikdesigner mit 5 Jahren Erfahrung.
Und es ging immer darum, Kreativität. Ja. Ich bin kreativ. Das war immer sozusagen ein Verkaufsargument für die, sich von uns einstellen zu lassen. Was bedeutet das? Das bedeutet erstmal gar nichts. Ja. In einer Vertriebs- und Marketingagentur, und die waren sich sehr wohl dessen bewusst, auf was sie sich da bewerben und auf welche Art von Organisation und was wir machen, ja, hoffe ich zumindest, also ist ziemlich offensichtlich in unseren Anzeigen. Da geht es nicht darum, dass jemand kreativ ist. Mit Kreativität alleine bezweckst du geradezu null. Das ist ein ganz, ganz fataler und sehr, sehr weit verbreiteter, auch in diesen ganzen Ausbildungen zum Media Designer, und ich weiß nicht, wie viele Hunderttausende von jungen Leuten da Jahre verwenden, um ihre Ausbildungen da zu machen. Ja, okay, sie wissen dann, okay, wie klicke ich hier irgendwas zusammen auf Photoshop und so weiter. Ja, das wird ja auch zunehmend von KI alles übernommen werden, aber letztendlich diese Grundprinzipien, warum, für was, wieso mache ich eigentlich das alles? Die sind dann so, ja, Kreativität. Ja, ich bin kreativ. Ja, so what? Ja, Kreativität bringt keinen Umsatz. Per se keinen Umsatz. Das einfach mal ganz grob und groß auf die Wand malen bei dir zu Hause und jeden Morgen, wenn du aufstehst, dir vorlesen selber. Es geht einzig und allein darum, dass im Zusammenhang mit kreativen, sagen wir mal, Elementen, wie zum Beispiel hier eine Webseite bauen oder dergleichen, dass einzig und allein eines zählt, und das ist Recherche, Marktsondierung, ja? Ja, Marktkenntnis, Zielgruppenkompetenz. Ja? Ich male es hier auch gerne nochmal hier unten rein. Kreativität, das streichen wir mal schön durch. Ja? Und dann machen wir hier unten lila, fassen wir das mal mit Zielgruppen. Mal mit Zielgruppenkompetenz, Ausrufezeichen, zusammen. Also wie kreativ du sein kannst. Ne? Also was ein cooles Bild, wenn du so ein Bild hier malen kannst, ne? Wie das da. Ich hoffe, man kann es sehen. Das ist ein wunderschönes Bild. Ja? Ein wunderschönes Bild, ja. Aber wenn du nicht verstehst, wie du das hier en masse produzierst und an wen du dann verkaufst, zu welchem Preis, sodass du dann eine möglichst hohe Marge hast. Ne? Darum geht es im Vertrieb und Marketing. Also viele denken immer, Marketing muss man kreativ sein. Bullshit. Totaler Bullshit. Es ist sogar au contraire. Du musst sogar möglichst wenig kreativ sein im Marketing, sondern du musst deine Zielgruppe verstehen, ja? Zielgruppenkompetenz aufbauen, Marktsondierung betreiben. Wie machst du das? Marktsondierung betreiben. Recherche. Ins Gespräch one-to-one mit deiner Zielgruppe gehen. Umfragen machen. One-to-many. Ja, das sind aber meistens nicht so tiefgründig und nie so genau und auch nie so zuverlässig wie jetzt One-to-One-Gespräche. Also such dir eine gewisse Core-Zielgruppe aus, die besonders wichtig ist. Mach dort One-to-One-Interviews und dann nochmal quasi weitergefasst, nochmal online Marktumfragen, wenn du ja Reichweite hast und dergleichen, kannst du mit ein paar Klicks auf Facebook oder auf YouTube und dergleichen oder auf LinkedIn zusammenstellen. Lerne deine Zielgruppe so gut wie nur irgendwie möglich kennen. Wenn du deine Zielgruppe besser kennst, wie sie sich selbst, dann wird sie dir jedes Wort glauben und alles abkaufen, was du zu bieten hast, auch als Softwareentwickler. Ja? Und das ist häufig, ganz häufig auch genau in der Softwareentwicklung der falsche Ansatz zu sagen, ich will nur Kunden, die genau wissen, was sie wollen. Die meisten Kunden wissen nicht, was sie wollen. Die erwarten eventuell bewusst oder vielleicht unbewusst, dass sie auf einen Experten stoßen, der sie an die Hand führt, der eben den entsprechenden Erfahrungsschatz mitbringt, der genau das, was sie eigentlich wollen, wenn sie es teilweise selbst noch nicht mal selber wissen, was sie wollen, ja, also Führung auch ein Stück weit, Beratung im Kontext, eben anbietet, sodass sie dann genau an das Ziel kommen und letztendlich das Ziel hinter dem Ziel. Und damit möchte ich dieses Video mit einem äußerst, wenn du bis hierher zugeschaut hast, möchte ich dich jetzt belohnen.
mit einem äußerst wichtigen Merksatz. Und dieser eine Satz, wenn du dir nur diesen einen Satz merken kannst und umsetzen kannst in die Praxis und mitnimmst, dann kannst du dir sozusagen die letzten 15 Minuten dieses Videos einfach sparen eigentlich. Nein, so auch nicht. Aber dieser eine Satz, bitte aufpassen, ich warte noch mal kurz eine Sekunde, hol dir ein Blatt Papier raus. Ja, kein digitales irgendwie Notepad, sondern ein Blatt Papier und einen Stift. Und wenn du keins hast, besorg dir welche. Und jetzt malst du das ganz groß auf. Deine Kunden oder Prospects, potenzielle Kunden in der Neukundengewinnung, sind wir Experte, jederzeit gerne eine Strategie-Session buchen mit uns. Deine Kunden oder Prospects kaufen keine Softwareentwicklung. Okay, meine Zielgruppe sind Softwareentwickler. Deine Kunden kaufen keine Softwareentwicklung. Okay? Sondern deine Kunden kaufen eine bessere Zukunft. Okay? Ich wiederhole das Ganze nochmal. Du bist Softwareentwickler, meine Zielgruppe. Ich unterstütze dich in der Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung, Wachstum. Deine Kunden kaufen keine Softwareentwicklung. Deine Kunden kaufen eine bessere Zukunft. Okay? Das mal sacken lassen und dann sind wir schon ein ganz schönes Stück weiter. Wenn du mal verstanden hast, was die Gründe hinter den Gründen deiner Prospects und potenziellen Neukunden und Kunden und Bestandskunden sind, mehr Zeit für die Familie, ja, weniger Stress, gesünderes Leben führen können, ja, weil eben weniger Stress, mehr Wohlstand, mehr Freiheit, etc., etc. Ja, dann baue das mal schön in deinen Marketingtext und alles mit rein. Ja, und dann schauen wir mal, wie da die Post abgeht. Okay, also dir gerne bei uns eine kostenlose Erstgespräch, Strategie-Session heißt es bei uns aktuell, immer noch buchen. Den Link dazu findest du hier unten wahrscheinlich auf YouTube oder hier oben auf LinkedIn. Oder halt einfach bei Klein-Marketing vorbeikommen, klein-marketing.com. Und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Bis dahin, dein Thomas Klein. Happy Hunting.